Au, 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 au. Ja, ja, jetzt hat sie mich, aber was ist denn hier los? Au, ja, 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 ja. Nein, lass mich rein. Hallo YouTube, ihr Bruchpiloten und nicht auf euer Raumschiff Aufpasser zu einer neuen Folge von Imperium Galactic Survival. Schön, dass ihr da draußen in den tiefen kalten Weiten wieder mit an Bord seid und an alle, die meine Videos immer fleißig schauen und bewerten, an der Stelle vielen Dank. Wie ihr gerade gehört habt, stehe ich gerade unter Beschuss. Das ist hier völlig normal. Es eigentlich schon gehört zum guten Ton hier. Jetzt muss ich doch mal glatt gucken, woher das hier kommt. Da ist eine Drohne. Die schießt da die ganze Zeit auf meine Basis. Ah, die verträgt ein bisschen. Au, 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 au. Ja, ja, jetzt hat sie mich. Aber was ist denn hier los? Au, ja, 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 ja. Nein, lass mich rein. Oh, Glück gehabt. Das war aber haarscharf. Hui, ui, 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 ui. Glück gehabt. Ich weiß nicht, warum die Drohne plötzlich sagt, dass sie nicht abgeschossen werden will. Keine Ahnung. Die ist ziemlich hartnäckig. Mal gucken, ob ich da rankomme. 105 Leben, das wird nicht reichen. Aua, 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 aua. Mal sehen. Ah, ja, ja, ja. Also treffen tue ich sie. Das auf jeden Fall schon, aber es sind ja mehrere Drohnen. Okay, die habe ich. Wo ist die andere? Die hängt da hinten rum. Okay. Und noch Level 14 erreicht. Na, bitteschön. Das nenne ich doch mal einen schönen Folgeneinklang. So, wo ist denn hin jetzt? Mal gleich hier alles mitnehmen. Die haben sich da versucht durchzuschießen, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Jetzt muss ich mal kurz gucken hier. Wo ist denn jetzt die Drohne hin? Da ist sie. Da ist die Raketendrohne. Aber wo ist denn die Minigun-Drohne? So, die haben wir. Ah, okay. Die liegt ein bisschen weiter weg. Oh Mann. Ah, mal hier. Ich hätte mal gleich das Notfallzelt stellen sollen nochmal. Ich packe mal das hier nochmal raus. So. Ja, 105 Leben war eine knappe Geschichte hier, ne? Ja, Freunde, worum soll es gehen denn heute, diese Folge? Wir werden das kleine SV ein wenig umbauen, upgraden, denn wir wollen ja demnächst... Oh, hier gibt es was zu essen. Wir wollen ja demnächst zum Mond. Und damit wir nicht 10.000 Mal fliegen müssen, so wie ich es jetzt mit den ganzen Gebäuden gemacht habe, als ich sie abgebaut habe, möchte ich das Schiff ein bisschen aufwerten und ein bisschen mehr, sagen wir mal so, ein bisschen peppiger machen. Also von der Bewaffnung her und natürlich von dem ganzen anderen Zeugs. Da muss ich mal schauen, ob ich das alles hinkriege, ob ich denn überhaupt die Mats habe. Ja, ist schon wieder eine Weile her, denn ich habe ein paar Sachen gemacht, denn ich habe mich hier hingesetzt und habe mal die ganzen Basen, die wir ja erforscht haben, beziehungsweise es war ja der Außenposten nur bis jetzt, den habe ich abgebaut, also nicht komplett, aber ich habe die Heidelberg teilweise komplett abgebaut und natürlich den Konvoi auch. Und dabei ist mir eins passiert, wie ihr seht. Ich habe nicht auf mein Raumschiff aufgepasst. Ich habe es vermutet, dass das passieren wird und so ist es auch passiert. Ich war also fleißig am Abbauen und plötzlich hörte ich es nur krachen und dann hat ein Planetenschiff sich einfach mal an meinem Schiff verköstigt und wie ihr sehen könnt, es gab mordsmäßigen Schaden. Also ich bin froh, dass ich noch heil da weggekommen bin. Hat nicht mehr viel gefehlt. Ne? Ein Geschützturm ist weg, Schubdüsen sind weg, ein Konstruktor ist weg und so weiter und so fort. Und ja, das werden wir mal heute versuchen, ein bisschen umzubauen, das ganze Schiff. Deswegen dürfen wir auch keine Zeit verlieren, denn es ist viel zu tun bei dem Schiff hier, denn wir müssen ein wenig umbauen.
Wir brauchen ja übrigens auch die ganze Schubkraft und natürlich auch mehr Lagerraum. Dann bauen wir das ganze Ding mal um, damit wir nicht die ganze Zeit immer hin und zurück fliegen müssen, damit wir ein bisschen mehr Tragelast haben. Gut, im Grunde genommen habe ich schon ein paar Sachen vorbereitet. Ich habe jetzt diese Schubdüsen habe ich. Ja, durch dieses ganze Abgebaue von der Heidelberg und dem Konvoi und von dem Außenposten da, den wir ja da hatten, gab es ja einige Teile dort. Ich habe nochmal einen mobilen Konstruktor jetzt nachgebaut. Lagererweiterungen, Drahtlosverbindung. Ja, das ist es. Was habe ich noch? CPU wollte ich mal schauen. Genau, ob ich den CPU schon herstellen kann. Jedenfalls CPU Stufe 2. So, CPU. Das heißt irgendwie Erweiterung. Gucken wir mal hier. CPU-Erweiterungen. Da ist ein Kern. Da müssen wir nochmal schauen. Moment mal. Ja, kann er sie nicht herstellen? Das gibt's doch gar nicht. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Müsste ich doch nochmal kurz in die Basis. Also normalerweise sollte er sie herstellen können, denn geskillt habe ich's. Kleines Raumschiff. Und hier haben wir CPU-Erweiterung T2 haben wir auch. Und den Konstruktor, den habe ich ja verbessert, ne? Den habe ich ja durch die Heidelberg. Da habe ich ja ein paar Teile bekommen, habe ich zerlegt und habe ja dann darauf wieder den Verbesserten gebaut. Deswegen wundert mich das. Habe ich jetzt den falschen hingesetzt und den anderen zerlegt? Nee, das kann ja nicht sein. Das wäre mir aufgefallen. Nee, das ist schon der verbesserte, aber mich wundert es. Doch, da oben kann ich produzieren. Aha, okay. Kleine optronische Brücke, das fehlt mir für T2, für T3 übrigens. Okay, also Flugspulen 8 Stück haben wir. Gut, das heißt, wir können auf jeden Fall erstmal eine T2-Erweiterung bauen. Warum er sie mir nicht angezeigt hat, wundert mich. Egal, gut. Produzieren wir mal die T. Ja, und die kleinen optronischen Brücken, da müssen wir gucken, dass wir die aus irgendwo aus einer Drohnenbasis kriegen. Vielleicht auf dem Mond. Oder hier vielleicht. Da müssen wir mal demnächst eine Drohnenbasis besuchen. Gut, produzieren wir mal. Kommen wir gleich wieder. So, und dann fangen wir schon mal an, das Schiff auseinanderzunehmen. Dann gibt es momentan also noch keine CPU T3 Stufe. Gut, dann kommen wir erstmal mit der T2 aus. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Wichtig ist, dass wir erstmal mehr Traglast anhaben. Sollte eigentlich funktionieren. Gut, dann schraube ich mal das ganze Ding auseinander. Ich schalte mal hier alles ab. So. Und dann legen wir mal los. Wir nehmen mal das ganze Ding hier auseinander. So, soweit das geht. Dann nehmen wir mal den Geschützturm ab. Haben wir hier. Alles gleich wieder voll. Das nehmen wir alles raus. Ah ja, okay. Ich verstehe schon. Das heißt, wir müssen das hier mal alles reinschieben, hier rüber. Ah, am besten ist, ich verbinde das gleich mit dem Container. Dann wandert das da alles gleich rein. So, gut. Den nehmen wir mal auch weg. Hier das auch. So, mal gucken dann, dass wir das irgendwie anders gedeichselt bekommen hier. So. Da steckt die Drahtlosverbindung drin. Die müssen wir auch erstmal rausnehmen. Okay. Da ist der mobile Konstruktor. Den, glaube ich, setzen wir später ein. So, jetzt werde ich erstmal einmal die ganze Geschichte hier teilen. Setzen wir mal hier rein. Und dann schneide ich mal das Schiff in 3 Stücke. So. Ah, jetzt habe ich mich ein bisschen verklickt, aber egal.
Hier so rüber, genau. Könnte man, glaube ich, auch mit der Drohne am besten machen. Ah, ich glaube, wenn das Ding jetzt angedockt ist, weiß gar nicht, ob man das ausschneiden kann. Aber nicht, dass ich jetzt hier die halbe Basis mit ausschneide. Das wäre natürlich nicht so schön, aber es sollte eigentlich nicht sein. Denn es bezieht sich ja auf den Kern dann. So, mal gucken. Ah, es müsste sein, so, okay. Die Mitte lassen wir bestehen und dann schneiden wir einfach hier das Stück raus, so. Ah, nicht ganz. Ich füge das nochmal ein. Nee, das ist nicht korrekt. So, jetzt müsste es aber passen. Ja. Einfügen und jetzt ziehen wir es ein nach hinten. Und machen einfügen. Gut, perfekt. Hat funktioniert. Jetzt schieben wir das Ganze hier mal rüber. Und das machen wir hier genauso. Dass nur das Mittelstück da bleibt. Verlängern das noch um eins. Gucken mal, ob wir alles rausgekriegt haben. Bekommen wir, ja. Gate. Und fügen dann jetzt auch ein. So. Damit haben wir erstmal das Schiff in drei Teile geschnitten. Das sollte erstmal so gehen. Gut. Gehen wir mal wieder raus aus der Drohne. Gut. Dann reparieren wir mal erstmal die ganzen... Ja, genau. Das sollte natürlich nicht passieren. Jetzt habe ich natürlich keinen Schritt zurück. Aber egal. Gut. Wir brauchen jetzt sowieso erstmal die ganzen Lagererweiterungen. Und natürlich hier Stahlblöcke. Das ist erstmal wichtig. Dann brauchen wir den Konstruktor. Drahtlosverbindung. CPU-Erweiterung. Wo haben wir denn den Tank? Und den Generator brauchen wir. Die Schubdüsen. Haben wir da nur einen kleinen Generator gebaut? Höhenpolarisierungsschild kann ich leider noch nicht verwenden. Das hätte wahrscheinlich erstmal die T3-Stufe bauen sollen, weil das wird wahrscheinlich von der Energieeffizienz nicht reichen. Die Geschütztürme. Ja, fehlen uns jetzt noch einen Generator. Wo ist der Generator? Habe ich den schon rausgenommen? So, gut. Ja. Das heißt, wir bauen nochmal einen Generator. Gut, dann lassen wir den mal bauen. Währenddessen können wir ja schon mal die ganze Geschichte hier erstmal reparieren. Irgendwo gab es bestimmt noch Schäden. Bis jetzt macht da nichts. Okay. Doch, da war noch ein bisschen was. Nö, das soll es gewesen sein. Gut, dann müssen wir mal gleich gucken. Das ist hier eine Container-Lagererweiterung und auch eine Lagererweiterung. Hier haben wir auch eine Lagererweiterung. Hier ist die Schubdüse. Da auch. Das heißt, wir müssen da jetzt erstmal die ganzen Schubdüsen reinkriegen, aber bezüglich dessen... Hier ist ein Stahlblock. Das ist auch ein Stahlblock. Gucken wir mal, ob wir erstmal einen Stahlblock einsetzen. Oder, das ist ja, glaube ich, eine Schubdüse. Ja, das ist eine Schubdüse. Die bleibt da auch. Das heißt, wir müssen erstmal jetzt die Container verbinden. Wir haben jetzt 277. Dann machen wir mal erstmal hier eine Verbindung, stellen wir mal her. Falls es geht. So. Sieht jetzt vielleicht ein bisschen lang aus, das Ganze. So, wie viel haben wir jetzt? 1066. Hier drüben gehen wir, machen wir das genauso. So. Könnte sein, dass ich das vielleicht nochmal abschrauben muss. Ah, mal schauen. Das ist eine Containerlagererweiterung. Dann könnte man hier
auch nochmal lang gehen. Nimm mal jetzt die Drohne wieder. Okay, also. Wir müssen erstmal kurz hier ein bisschen ein paar Sachen rausnehmen. Und zwar hier, den nehmen wir mal raus. Und das nehmen wir auch nochmal raus. So, da muss noch was ran. Wo ist es denn jetzt hin wieder? Da ist es wieder hin. So, genau. Wir müssen hier die Verbindung schaffen, denn unten, glaube ich, funktioniert das nicht. Denn hier ist es unterbrochen und dann geht das hier so weiter. Das heißt, hier müsste dann... Ja, hier müssten wir dann mal die Verbindung schaffen. Und dann unten eventuell könnte man ja auch... Notfalls müssen wir das dann halt wieder abmachen. So erstmal. Kommen wir natürlich da nicht rein. Gucken wir mal von oben. Ja, so, okay. Ja, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, denn ich glaube... Nee, stopp. Das war wieder falsch hier. Dann werden wir mal hier unten lang. Hier lang. So, hier müssen wir mal gucken, was wir hier noch reinsetzen. Ah, ich bin mir nicht ganz sicher, ob da noch irgendwo... Ah, ich glaube, wir machen da erstmal was rein. Setzen da erstmal rein. Wir können ja dann immer noch das ändern. Ah, seht ihr, da geht es nämlich nicht. Nochmal rausnehmen. Dann müssen wir halt hier. So. Hier und hier geht es auch nicht. Okay, dann würden wir nämlich verbinden. Das ist, glaube ich, das Problem. Deshalb müssen wir gucken, dass wir unten lang gehen. So, dass wir unten sozusagen die Verbindung schaffen. Das sollte jetzt eigentlich möglich sein. So. Gucken wir mal. 2416. 2166. Warum eigentlich? Das ist eine Container-Lagererweiterung, das auch. Das auch. Also hier ist ja alles verbunden. Es sieht ja auch alles gleichmäßig aus, ne? Ach, da oben. Ah, okay. Ich sehe schon. Hier oben, die beiden fehlen noch. Ja, setzen wir erstmal ran als Baustein. Sieht vielleicht jetzt noch nicht schön aus, aber es ändert sich ja gleich. Moment, warum ist denn eigentlich unten das Fahrwerk noch gar nicht ausgefahren? Das ist merkwürdig. Egal. Kommen wir da oben ran? Ah, kommen wir ran. So, dann nehmen wir mal das weg. Glaube ich, einer zu weit. Gut. Ich brauche die Lackierpistole. Ach, guck mal, ich habe ja sogar hier noch eine zweite Lackierpistole. So. Ah, die hatte ich, glaube ich, vorhin noch rausgeholt. Ist jetzt natürlich schwierig, wie wir das jetzt am besten hier hinkriegen. Versuchen wir es mal so. Dann bauen wir das mal hier so rum. Dann brauchen wir ja die Sachen, die ich jetzt schon hergestellt habe. Hüllenpolarisierungsschild, das wird, glaube ich, ein bisschen knapp. Dafür bräuchten wir das. Müssten wir hier Platz machen. Das müssen wir mal rausnehmen. Das auch. Und wir müssten hier mal kurz... Ja, erstmal alles hier schön anmalen. Sonst kommen wir da irgendwann nicht mehr ran. Und das ist dann ein Riesenproblem. So.
Machen wir mal hier schwarz in der Mitte. Da können wir auch noch schwarz ran machen. Hier oben weiß. So, da unten auch. Gut. Sieht jetzt ein bisschen länger aus. Was mich, wie gesagt, was mich wundert, ist, dass das Fahrwerk nicht ausgefahren ist. Aber okay. Gut, wir brauchen jetzt auf jeden Fall schon mal die vorbereiteten... Tja, wo sind sie denn? Schubdüsen haben wir hier. Und was wir noch brauchen... Das setzen wir gleich ein. Genau, das brauchen wir. Das haben wir ja hier schon drin. Den Konstruktor. Den setze ich mal hier so wieder rein. Mal ihn dann einfach mal an. So. Sieht ja so mal gar nicht schon so gar nicht so schlecht aus. Das malen wir auch noch an. Das auch noch, das auch noch. Gut, dann in der Mitte lassen wir. Die CPU-T. T-Steuerung. Moment. Die können wir hier hinsetzen, glaube ich. Müssen wir mal überlegen. CPU-T2. Ist sie eigentlich luftig? Ich glaube, ja. Ich glaube, die ist luftdicht. Können wir da unten reinsetzen. So. Ja, hier müsste dann sozusagen das Schild. Aber erstmal bauen wir jetzt die Verkleidung erstmal an. Wir setzen das mal alles ran hier. Ich nehme erstmal komplett alles an Lagererweiterungen. Ah ne, das war falsch, was ich jetzt gemacht habe. Und da auch. Denn wir brauchen ja die Schubdüsen ganz vergessen. So. Ich sehe, wir haben noch nicht mal den Generator und das Triebwerk. So, erstmal so ransetzen. Gucken wir mal an. Haben wir. Ja, wo ist denn eigentlich der Generator? Müssen wir nochmal reingucken. Ah, doch, ich habe hier zwei Generatoren gebaut. Okay, gut. Nee. So, dann machen wir eins. Müssen wir doch nochmal die Drohne nehmen. Dann setzen wir den Generator nach hinten. Und hier bauen wir zwei Tanks ein. Erstmal. So, und wir brauchen jetzt noch einen zweiten Tank. Seht ihr? Und nicht einen zweiten Generator, sondern einen zweiten Tank. Den produzieren wir mal schnell hier mit. Da müssen wir noch warten. Hier zum Beispiel, dass diese Aussparung bleibt für den Schildgenerator. Die würde ich dann hier einbauen, den Schildgenerator. Und ich würde dann, sehe ich gerade, hier vorne noch die... Hier würde ich dann, glaube ich, die Munitionskiste einbauen. Müsste man mal gucken. Wenn wir unten lang gegangen sind, also da. Wenn wir unten lang gegangen sind, dann sollten wir da die Munitionskiste ausbauen können. Das heißt, wir können da unten dann auf jeden Fall was rausnehmen. Habe ich die denn da, die Munitionskiste? Container, Kontrollelement für Munition. So, gucken wir mal. Da kann man jetzt natürlich nicht ransetzen. Ist logisch, klar, verstehe. Das heißt, wir müssten hier das wegnehmen und unten einen Stahlblock. Erstmal. Ne, hier, Quatsch. Das ist falsch. Da kommt ja dann irgendwann der Schildgenerator hin. Setzen wir mal ran und wir brauchen hier noch den zweiten Tank. Da ist er.
Den zweiten Tank werden wir irgendwann ersetzen mit einem Pentaxid-Tank für den Schildgenerator. Oder beziehungsweise wir machen das schwarz, glaube ich. Das ist ganz gut. Ja, und hier kommt dann natürlich also das Ganze hier ist dann gedacht für den Schildgenerator. Der wird jetzt, glaube ich, wenn ich den einbaue, oder Schildhüllenpolarisierungsschild, würde wahrscheinlich dann die Effizienz sprengen. Würde ich gerne einbauen, aber mir fehlt halt eben noch der ganze andere Kram, den ich noch nicht habe. Na, also die optronischen Brücken zum Beispiel. So. Gut. Ah, Moment. Dann machen wir das mal weiß hier, das auch. Ah, und die machen wir schwarz. Und die machen wir wieder weiß. So, ich hoffe mal, auf der anderen Seite ist es jetzt. Nee, haben wir noch nicht gemacht. Dann müssen wir hier genauso. Einmal so. Einmal so. Einmal so. Und einmal seitlich. So. Das schwarz machen. Das weiß machen. Das machen wir übrigens auch weiß hier, so. Hier könnte man eventuell noch die Spitze ranmachen, so, dann sieht das irgendwie vielleicht ein bisschen gut, ein bisschen besser aus. Und außerdem gibt es, nein, Quatsch. So. Und hier nehmen wir mal ein Schräge. Das ein bisschen. Och nee. Das ist es nicht. So, jetzt nochmal. Zu schnell geklickt. Oder beziehungsweise ich mache mal ganzen Würfel, dann müssen wir nicht immer alle extra alle Sachen machen. Ah, jetzt hat er hier wieder alles. So, und hier unten machen wir genau dasselbe. So. Ja, das sieht ja schon mal gar nicht so übel aus. Und hier machen wir das auf der ganzen Seite auch nochmal. Da müssen wir jetzt einmal das. Mal sehen, wie viel Lagerraum wir dann nachher haben. Und hier nehmen wir noch die Schräge rein. Und hier oben. Glaube, da machen wir auch nochmal so eine Schräge, ne? So. Ja, hier ist es genauso. Oh, sieht schon ein bisschen schnittiger aus, das Ganze. Mal alles hier erstmal. Mit Lagererweiterung. Weil die sind auch ziemlich widerstandsfähig, muss ich sagen. Aber ich glaube, so ist okay. Das machen wir hier auf der Seite auch noch. Ich glaube, das reicht noch, ne? Mit den Lagererweiterungen. Zack. Nein, Quatsch.
So. Ich glaube, so können wir es lassen. Haben wir denn eigentlich noch ein Rolltor irgendwo? Nee, müssen wir noch ein Rolltor produzieren. Nehmen wir mal gleich zwei. So, und ich sehe gerade hier... Also, das ist ja ein Ding, ne? Also, ich glaube, ich habe das wirklich genau berechnet. Natürlich jetzt aber ein reiner Zufall eigentlich, ne? Und wir brauchen hier noch so eine kleine Geschichte. Und hier noch einmal ein bisschen blau. Könnte man eigentlich auch... Oh nee, das war natürlich falsch. So. Und zwar keinen ganzen Würfel. Und wir nehmen mal hell, glaube ich, weiß. So, gut. Und hier, da nehmen wir mal eine andere Textur. Ich glaube, die... Nee, die ist ganz gut hier. Weiß nicht, ob die leuchtet. Mal gucken. Und wenn nicht, nehmen wir eine andere halt. So, also die Schubdüsen sind auf jeden Fall erstmal platziert. Dann Tank haben wir auch. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel haben wir denn gerade auf Statistik. Wir müssen mal alles hier sortieren. Statistik. Okay, wir haben momentan 70 Tonnen Zuladung, das ist gut. So, wir sind ja aber noch nicht fertig, denn wir müssen hier noch ein bisschen basteln. Und zwar, nehmen wir jetzt mal die, müssen wir erstmal kurz gucken, wie viel wir eigentlich an Traglast haben. 3178, das sieht schon mal ganz gut aus. Ah, es wird nämlich kalt jetzt draußen, aber wir haben ja einen Eva-Booster. So. Gut, das heißt... Ah, Moment. Ich produziere, glaube ich, noch ein paar Lagererweiterungen. Die lassen sich nicht so schnell zerstören wie die einfachen Stahlblöcke. Die sind am Anfang gar nicht mal schlecht, diese Lagererweiterung. Und kosten jetzt auch nicht sehr viel. Und ganz ehrlich, Stahlplatten habe ich jetzt durch den Abbau von der Heidelberg und von dem Außenposten extrem viele. So, das packen wir erstmal hier alles rein. Dann... Machen wir mal eins. Ich glaube hier. Nehmen wir das mal raus. So müsste das erstmal gehen. Da unten auch. Okay. Ja, wir brauchen jetzt noch weitere Lagererweiterungen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel produziert er noch? Okay, er produziert noch ein paar. Wird vielleicht doch ein bisschen mehr. So. So, mal gucken. Wir müssen jetzt... So müsste es jetzt passen. So. Machen wir das. Setzen wir das so an hier. Ach, seht ihr, ich habe vergessen. Raketen. Ja,
Rakete. Jetzt müssen wir mal gucken. Glaube, habe ich noch nicht. Kann ich die noch nicht? Kleines Raumschiff, waffentechnisch Raketenwerfer. Kann ich herstellen. Verstehe nicht, warum der jetzt hier das nicht kann. Habe ich. Ich schreibe mal Rack. Nee. Allgemein. Gut, dann nehme ich das mal raus. Das muss irgendwie anders heißen. Nee, er zeigt das mir nicht an. Das ist interessant. Okay. Aber das kann nicht sein. Da müsste man nochmal gucken. Vielleicht habe ich irgendwie einen Fehler jetzt gemacht. So. Okay. Das haben wir schon mal. Gut, dann müssen wir das auf der anderen Seite genauso machen. Das hier rausnehmen, da auch, da auch. Und wir brauchen jetzt den hier und das Ganze drehen wir mal hier nochmal so. Ah, sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus bis jetzt. So ist schon mal gar nicht schlecht. Hier kommt noch übrigens. Ja, seht ihr, da haben wir schon das nächste Problem. Weil es muss hier rein. Genau, hier passt das rein. Da muss er hin. Das ist ein Stahlblock, okay. Ah gut, da gucken wir später noch. Das kriegen wir noch hin. Erstmal machen wir das Schiff fertig. Ja, und dazu müssen wir jetzt erstmal kurz mal zurück, denn ich möchte sagen, dass wir Raketenwerfer bauen können. Ah, ich müsste vielleicht mal irgendwie einen Fahrstuhl machen, damit ich dann nicht immer hier außen rumlaufe. Gehen wir mal schnell rein und ich wette mit euch, dass ich, wenn ich jetzt hier dran bin, Raketenwerfer bauen kann, dann scheint das ein Bug zu sein. Ja, seht ihr? Hier kann ich ihn bauen. Zwei Raketenwerfer. Und Munitionskiste müssen wir noch produzieren. Das ist wichtig, dass sie auch noch reinkommt. Drahtlos und Munitionskiste. O2 brauchen wir erstmal nicht. Dafür haben wir unseren Sauerstoff im Raumanzug. Da müssen wir dann immer gucken, dass wir einen Vorrat mitnehmen. So. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das ist. Unten geht's lang. Hier ist noch ein Loch. Warum hier ein Loch ist, weiß ich noch nicht. Aber seht ihr, da können wir nichts reinsetzen. Dann setzen wir da einen Stahlblock rein. Und wir können jetzt sagen, dass wir. Ah, Moment, damit ist es unterbrochen, ne? Ah, das ist unterbrochen, das war jetzt nicht gut. Okay. Wir müssen dann hier oben was rausnehmen. Das heißt, wir müssen hier einen Stahlblock dazwischen setzen. Und hier oben müssen wir
hier die Sachen rausnehmen und dafür Stahlblöcke. Damit wir hier dann die Kiste setzen können. Die Munitionskiste. Eventuell müssen wir mal gucken, dass wir da irgendwie noch eine andere Lösung finden. Dass wir eventuell nach hinten raus vielleicht noch was setzen können. Momentan haben wir ja noch genug Platz. Nein, Quatsch. Da geht's natürlich nicht. Okay. Das ist übrigens der Platz hier für den Schildgenerator, falls ich das noch nicht erwähnt hatte. Den können wir noch nicht reinsetzen, der wird einfach zu viel kosten. Momentan haben wir wie viel? CPU-Statistik. 5500 und ich denke mal, wenn ich den da reinbaue, sind wir schon bei über 20.000. Ich glaube, der braucht 15.000, wenn ich mich nicht täusche, an CPU. 16.300, wie ihr seht. Also da brauche ich auf jeden Fall CPU Stufe 3. Vorher lohnt sich das noch nicht, da einzubauen. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal diesen Platz, wo wir dann eben halt was einbauen können. So, jetzt haben wir ja die Rolltore noch. Das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Das setzen wir mal hier so ran. So, und wir hatten noch die Raketenwerfer hergestellt. Die brauchen wir auch. Unsere Geschütztürme. Jetzt kommt die Bewaffnung ran noch. Und das sind unsere beiden Raketenwerfer. Was machen wir einmal so ran? So ran. So. Der Turm wird schwarz. Der andere Turm auch schwarz. Ah, Raketenwerfer kommt hier noch rein. So und hier auch noch. So, das sieht ja schon mal gar nicht so übel aus. Ah, genau, RCS. Es müssen ein paar RCS drin sein, sonst ist einfach für das kleine Schiff halt zu langsam. KR können wir auch zwei herstellen, das machen wir natürlich auch. Währenddessen produzieren wir noch, aber es sieht schon mal gar nicht übel aus. So, und ich sehe gerade, ich muss da was wegmachen. Ah, nehme ich hier, so. Gut. Das heißt, das setzen wir mal so ran. Das drehen wir mal. Ja, und hier können wir übrigens wieder, seht ihr, da haben wir sogar noch hier eine kleine Sache hier, dass wir noch ein bisschen erweitern. Sonst haben wir zu wenig Munition. Ich meine, wir werden ja eh nicht so viel schießen. Mit dem SV werden wir eh nicht so viel angreifen können. Da bräuchten wir da schon was Härteres. Also, aber zum Transportieren ist es halt gut. So. Und jetzt machen wir jetzt einfach noch ein paar Sachen schön hier. Ich sehe gerade. Ah, Moment, hier. Brauchen wir noch ein und setzen den noch oben drauf. Müssen wir mal schauen, ob es dann schön aussieht.
Aber das müssen wir dann unten auch machen. Mal ransetzen hier nochmal. Ja. Da sind wir dann fertig mit dem Schiffchen. Soweit. Da kommen noch die kleinen Geschichten ran. Da setzen wir dann gleich noch ein Drahtlos rein. So, und machen das dann unten auch noch schön. Ja. Jetzt müssen wir mal kurz hier noch einen Rollladen reinsetzen. Also ernsthaft, die Rollläden haben mal gar nichts geholfen bei dem Beschuss. Aber man fühlt sich ja dann immer besser halt, ne? So, schwarz kommt auch noch. Hier, weiß. Da komme ich jetzt nicht ran. Da ist das Fahrwerk ausgefahren. Egal, das mache ich dann noch schick. Ja, jetzt geht's. So. Freunde, ich glaube, das war's. Unten, ach stimmt, genau. Unten, das muss ich da machen, wenn er dann so ein bisschen in der Luft steht, dann kriege ich das hin. Aber ansonsten ist das Schiffchen fertig. Können wir jetzt noch vollfüllen mit Sprit? Genau, haben wir fertig. Und jetzt werde ich dann das Ganze noch einstellen, ne? Wie ihr seht, hier würde dann halt noch der Schildgenerator reinkommen. Das würde ich alles aushöhlen bis unten. Dann kommt der Schildgenerator so also rein. Und unten im Boden baue ich jetzt noch das Drahtlos ein und setze hier unten noch die ganzen Sachen dran. Ja, und dann ist das Schiff eigentlich completo tutto. Und damit können wir dann zum Mond fliegen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich bin mal gespannt. Nicht, dass ich die Verbindung jetzt unterbrochen habe. 3842 auf der linken Seite, 3869 auf der rechten Seite. Also, da haben wir schon ordentlich Volumen. Jetzt müssen wir nur gucken. Statistiken. Ja, es geht eigentlich Kobaltbarren. Also, es ist relativ einfach ohne den 10.004 haben wir jetzt von 15.000. Das ist auch okay. Und wenn wir dann noch CPU-Stufe T3 dann irgendwann haben mit den optronischen Brücken, wir fehlen uns ja nur zwei. Dann setzen wir da noch einen Schildgenerator rein und dann haben wir eigentlich ein gutes Fluchtschiff. Übrigens, die RCS habe ich ja produziert, ne? Da, die setzen wir auch noch rein. Setzen wir hier ran. Punkt, fertig. Oh, kommt noch hier schwarz. Hier auch noch schwarz, so. Ah, die sind halt draußen, aber wie gesagt, es ist, wenn es nachher ein Schiff hat, ist okay. Und die RCS, wenn die weggeschossen werden, dann ist das nicht so schlimm. Übrigens, da sehe ich gerade, da fehlt noch eine Ecke. Ja, die setzen wir dann auch noch ran. Ja, Freunde, damit ist das Schiffchen erstmal fertig und wir werden dann uns nächste Folge dann zum Mond bewegen. Ich denke mal, von der Schubkraft wird das ja auch reichen. Statistik hier unten, 66,2 Tonnen. Hubkraft, also 66,2 Tonnen, kann man auf jeden Fall schon mal, kann sich schon mal sehen lassen mit 66,2 Tonnen. Damit kriegen wir schon einiges wegtransportiert, ne? 15 Meter links, 15 Meter rechts, okay, könnte besser sein, aber das geht eigentlich auch noch. 30 Meter Schub, zurück auch 30 Meter und hoch und runter auch 30 Meter. Also perfekt. Also das ist für dieses kleine Schiff schon okay. Es soll ja ein kleines SV sein und es soll halt eben sich wehren können und das tut's auch und vielleicht auch ein bisschen beschießen können. So, wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf zum Mond. Tschüss.